Wie groß ist der maximale Rauminhalt eines geraden Zylinders eingeschrieben in einem Kegel mit Höhe groß h und dessen Basisradius groß r ist? Siehe Zeichnung hierunter. Hier ist das Ganze dargestellt im dreidimensionalen Raum. Den Radius der Basis von diesem Zylinder habe ich klein x genannt und die Höhe von dem Zylinder habe ich klein h genannt. Hier können wir den Radius der Basis vom Zylinder einstellen und die Höhe klein h verändert sich dementsprechend. Was wir suchen, ist der maximale Rauminhalt von diesem blauen Zylinder. Der Rauminhalt von diesem blauen Zylinder wird berechnet durch Pi mal das Quadrat vom Radius der Basis, Radius, der hier x heißt, mal die Höhe von dem Zylinder. Diese Situation können wir auch zweidimensional darstellen. Und so sehen wir ein kleines Dreieck, das ähnlich ist zu diesem großen Dreieck. Dadurch wissen wir, dass klein h geteilt durch groß h gleich ist zu dieser kleinen Distanz, das ist groß r minus x, geteilt durch diese Distanz groß r, also so. Und daraus schließen wir, dass klein h gleich ist zu groß h geteilt durch groß r mal groß r minus x. Also können wir in diesem Produkt klein h ersetzen durch dieses Produkt. Und somit finden wir den Rauminhalt von dem Zylinder ausgedrückt mit der einzigen Variablen x. Dieses x² verteilen wir auf diese Klammer, weil die Ableitung von diesem v von x so leichter zu berechnen ist. Diese Ableitung v' von x ist also gleich zu diesem konstanten Bruch mal die Ableitung von dieser Differenz, das ist 2rx minus 3x². Da wir von dieser Ableitung eine Zeichentabelle machen werden, klammern wir hier ein x aus und so erkennen wir sofort die zwei besonderen Werte 0 und 2r geteilt durch 3. Daher diese Zeichentabelle. Der Faktor x ist natürlich 0 bei 0 und rechts von der 0 streng positiv. Der Faktor 2r minus 3x, der wird 0 bei 2r Drittel, also schreiben wir da eine 0. Rechts von dieser 0 schreiben wir das Vorzeichen der Vorzahl von x, also minus, und links davon entgegengesetzt, also plus. Das v' von x hat also als Zeichenzeile 0 plus 0 minus. Das heißt so. Und somit erkennen wir sehr schnell, dass diese Funktion v von x bei diesem besonderen x-Wert 2r Drittel ein Maximum erreicht. Halten wir das Ganze hier fest. Das Volumen vom Zylinder wird berechnet durch πx² h, wo wir dieses kleine h ersetzen können durch groß h auf groß r mal groß r minus x. Und der Rauminhalt von diesem blauen Zylinder ist maximal dann und genau dann, wenn der Radius von der Basis, das heißt x, gleich ist zu 2 mal groß r geteilt durch 3. Und in diesem Fall ist klein h gleich zu groß h geteilt durch r mal groß r minus dieses x, also minus 2 groß r auf 3. 3 groß r Drittel
minus 2 groß R Drittel, das ist 1 groß R Drittel. Somit finden wir also, dass H gleich ist zu groß H geteilt durch 3. Das Volumen vom Zylinder ist also maximal dann und genau dann, wenn x 2r Drittel ist und in diesem Fall ist klein h gleich zu groß h Drittel. Also berechnen wir das maximale Volumen von dem Zylinder durch dieses Produkt, indem wir x durch diesen Bruch ersetzen und klein h durch diesen Bruch ersetzen. Der maximale Rauminhalt vom Zylinder wird also durch dieses Produkt berechnet, dass man noch etwas anders schreiben kann. Das maximale Volumen vom Zylinder beträgt also 4 mal Pi mal Groß R Quadrat mal Groß H geteilt durch 27.